Also, wie ich ja angekündigt habe, ich werde heute mit euch über Bildaufteilung reden, auch gerade für Anfänger geeignet, wie man das Bild aufteilt oder eine mögliche Art des Bildaufteils und dann, wie ich Nebel mache. Ja? Gut, also ich habe es ja schon mal gesehen, ihr geht es diese Art Bild. Ich möchte nochmal sagen, ich habe das Bild extra hässlich gemalt. Ich werde es wieder übermalen. Ja? Es geht mir nämlich darum, dass gerade Leute, die anfangen, und die interessiert das ja, dass sie selber ein wenig kreativ werden. Das heißt, ich gebe euch eine Stoßrichtung vor, in der ihr das machen könnt, aber welche Farben ihr wählt, ob das vormittags, mittags, abends, nachts ist, das soll euch überlassen bleiben. Auch die Art des Bootes soll euch überlassen werden und so weiter. Das ist ja ein klassisches Motiv. Ja? Wir haben Himmel, Wasser und den Strand und ein Boot. Ja? Da gibt es Dutzende, Hunderte Bilder dieser Art. Deswegen, ihr werdet also locker Boote auf Google finden, falls ihr nicht selber alleine aus dem Kopf heraus ein Boot zeichnen könnt. Gibt es ja viele. Grundsätzlich mal die Aufteilung des Artes. Wir haben drei Abschnitte. Macht nie in der Mitte den Horizont. Okay, das ist nicht so gut. Das Beste ist wirklich in drei Teilen. Der mittlere Teil sollte im Gegensatz zu dem, wie es ich hier gemacht habe, eher ein bisschen schmaler sein, weil man schaut ja von oben runter auf die Weite des Meers. Ja, gut. Das zweite ist, das Boot sollte nicht genau zentriert in der Mitte sein. Zentrierte Bilder sind nicht gut. Ihr könnt euch selber einfach mal überlegen, wenn ihr einfach nur den Fokus in der Mitte habt, wie das wirkt. Es wirkt nicht so. Ist einfach. Okay? Also, ich werde jetzt danach gleich den Schnelldurchlauf machen, wo ich anfange, das zu malen, zu skizzieren, einfach damit ihr eine Idee bekommt, wie ihr das hinbekommen könnt. Ich habe alles sehr dunkel gehalten, weil es soll nicht schön werden. Also, aber die grundsätzliche Idee, wie man das malt, die soll euch gegeben sein. Also, das Erste, was ihr also macht, ist, ihr fangt mal an, ihr teilt das Bild in drei Teile auf. Strand, Meer oder See, Himmel. Okay? Gut. So, dann ihr seht den Nebel hier unten. Ja, ich denke, das kann man ganz gut erkennen. Ich habe den extra so da drüber. Für dieses Weiß, ihr könnt natürlich Titaniumweiß nehmen, aber Titaniumweiß ist eine sehr deckende Farbe und sehr stark deckend. Also empfehle ich euch eher ein Mischweiß zu nehmen oder Zinkweiß zu nehmen. Das ist halbtransparent. Zum Teil gibt es auch transparente Mischweiß. Das deckt fast gar nichts ab. Ja, damit könnt ihr dann viel eher machen. Experimentiert rum. Ja, experimentiert rum. Nehmt euch irgendwo eine Pappe, die ihr habt, irgendwo so eine Malpappe oder so, und macht ein bisschen dunkler Hintergrund. Und probiert einfach aus, wie wirkt was, wie viel wirkt mit wie viel Wasser. Ja? Und ganz wichtig, ihr braucht den Zerstäuber. Das hatte ich euch ja auch im letzten Video angekündigt, gesagt gehabt. Ihr braucht einen Zerstäuber. Einen Zerstäuber braucht ihr auch sehr häufig für andere Sachen. Das ist sehr hilfreich, wenn man gewisse Überblendungen machen will. So, ansonsten, vor allem wenn ihr sehr trockene, schnell trocknende Farbe habt, dann wird das eher schwierig. Ja? Beim Nebel könnt ihr natürlich dann halt hingehen und sagen, okay, ich habe kein Mischweiß, ich habe kein Zinkweiß, ich habe bloß Titaniumweiß. In Ordnung. Dann macht euren Pinsel zusätzlich noch sehr feucht. Macht euch einen Klecks auf eure Palette. Macht euren Pinsel gar nicht groß abstreifend drauf. Verrührt das ein bisschen, dass es wenigstens sich stark verwässert. Ja? Dann sollte der Effekt auch funktionieren. Okay? Okay, also das Video geht ab und dann sehen wir uns gleich weiter.
So, es ist mir gerade eingefallen, was ist mit dem Boot? Also, es gibt Leute, die sind wie ich sehr gut im Freihandzeichnen. Ja, ihr könnt einfach prinzipiell ein Boot, wenn ihr das von vorne machen wollt, macht ihr einfach zum Beispiel ein gehäuseltes Stück Papier und dann macht ihr ein paar Dreieckpunkte, ja, und dann skizziert ihr das einfach so. Und dann macht er hier so einen Rundbogen nach vorne, dann habt ihr erstmal so ein schönes Dreieck. Das gleiche macht ihr nach hinten, ja, auch wieder einen Punkt. Und dann macht ihr hier den Bogen, dann wird hier das schattig. Da vorne kommt dann das, na, warte, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, mal so. Dann könnt ihr hier den Kiel quasi machen, ja. So, und dann, wenn ihr das drauf tut, dann legt das einfach auf Seite, weil ein Boot, das am Strand liegt, das ist natürlich logischerweise nicht so, sondern auf der Seite. Ja, gut. Dann könnt ihr euch überlegen, möchtet ihr ein Ruderboot haben? Möchtet ihr ein Segelboot machen? Dann macht ihr als erstes von der Mitte bis zu der Mitte, macht ihr dann einfach einen Strich nach oben. Ja, das soll ja auch kein kompliziertes Boot sein. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr überhaupt nicht freihändig skizzieren könnt, soll es ja geben, ist nicht jeder gleich, ja? Dann sucht euch ein schönes Bild auf Google. Ich denke, wenn ihr irgendwo Boot am Strand eingebt, dann werdet ihr garantiert genügend Bilder finden. Dann sucht euch das schönste Boot aus, das euch gefällt, druckt das aus, hinten drauf mit Kohlestift, ja? Hinten dran, einfach Kohlestift schön drüber. Auf euren Strand legen, positioniert das leicht schräg, ja, und dann geht ihr schön fett hinterher mit, jetzt würde ich nicht einen Druckbleistift nehmen, ja, wenn ihr mit dem durchdruckt, dann seid ihr auf dem Bild und dann durch dem Bild, ne? Leuchtet ein, ich möchte es aber gesagt haben. Und dann kopiert ihr das quasi da drauf und dann malt ihr das aus. Für diejenigen, die freihändig malen, es ist immer schön, wenn man ein paar Planken malt. Ja. Denkt immer dran, vorne ist größer als hinten der Abstand zwischen den Planken. Ja. Also ungefähr so. Und dann könnt ihr das in die Richtung machen.
und so und so und so. Fertig. Das ist kein Hexenwerk. Ihr wollt ja jetzt kein Meisterwerk machen. Das ist ein Bild für Anfänger. Ihr wollt ja üben. Ihr wollt mal ein paar schöne Motive haben, die für Anfänger geeignet sind. Und das ist eins davon. Eines meiner ersten Werke ist auch so. Ich gucke mal, ob ich nachher noch ein Bild finde. Wartet mal, ich finde das garantiert. Weil ich bin ja nicht ganz so dämlich, hoffe ich. Mal gucken. Den Shirt kann er. Kamera. Nein. Da kreativ. So. So. Ah ja, da haben wir es doch. Guckt mal. Ja? Ihr könnt ja jetzt dann Pause machen. So. Ich halte das mal schön gerade in die Kamera. Ja? Alles klar? Habt ihr Pause? Gut. Das ist auch eine Möglichkeit, indem man das zum Beispiel so schön schräg macht. Und das Boot, weil ich mag diese klassischen Boote. Ist halt nur mein Geschmack. Ich mag das. Wo habe ich denn? Ich hatte noch eins. Genau. Das ursprüngliche Bild stammt übrigens von Jannan. Das habe ich auch in meiner Anfangszeit gemalt. Und das war dann ungefähr so. Ja? Nur das Boot wirkte nicht. Für mich, weil ich es gemalt habe, war das im ersten Moment ersichtlich, aber für alle anderen. Was soll das sein? Kreisel? Was soll das sein? Nichts. Und dann habe ich mir auch überlegt, ja gut, es ist ja nicht so schön geworden. Und dann habe ich eben natürlich so, habe ich dann eben das gemalt. Ja, das ist so eine klassische Farbe, die mir gefällt. Mein Ding. Also das könnt ihr ja auch machen. Nur so als kleine Idee. Gut. Und ihr seht auch, das wirkt ganz anders, wenn das Boot groß ist. Klein, groß, wirkt alles unterschiedlich. Wenn ihr etwas eine verlorene Stimmung haben wollt, macht es eher klein, weiter weg. Wenn ihr etwas präsent haben wollt, kommt es näher, macht es größer. Gut, also, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ihr habt jetzt auch gesehen, wie man den Nebel, wie man das Bild jetzt mal kurz wischiwischi macht. Ne? So auf die Schnelle, dass man, wie das grundsätzlich funktionieren kann. Nehmt einfach die Farben, die ihr haben wollt. Ihr könnt kitschige Farben machen. Ihr könnt langweilige Farben machen. Ihr könnt alles Pastell machen. Ihr könnt es quietschbunt machen. Macht, was ihr wollt. Euch soll es gefallen. Völlig egal, was alle anderen davon denken. Ihr wollt was lernen. Ihr wollt euch weiterentwickeln. Macht also das, was euch Spaß macht und nicht, was anderen gefällt. Okay? Okay. Gut. Und jetzt kommen wir dann zum Nebel. Und ab.
So, also, habt ihr es geschafft? Habt ihr es gesehen? War doch gar nicht so schwierig, ne? Ist es auch nicht. Mit dieser Methode übt doch auch vielleicht Wolken. Sind auch sehr super. Mit dem Zack, Zack, ein bisschen und dann schön verwehen. Funktioniert auch. Ihr kriegt damit schöne Schlierwolken hin. So richtig schön, so am Abend, so richtig schön verschleierte Wolken so. Denn es muss nicht immer nur Nebel sein. Die Methode funktioniert auch dafür. Also, ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Wenn das zu wenig ist oder wenn ihr Fragen habt, ich habe eine Kommentarfunktion. Benutzt sie. Ich antworte. So viele Abonnenten habe ich noch nicht. Auf der einen Seite leider. Für euch ist es gut, denn ich kann sofort antworten. Ja? Also es wird keine 8 Stunden vergehen und ihr habt eine Antwort auf das, was ihr wissen wollt. Okay? Und ich werde darauf eingehen und vielleicht noch das Ganze noch genauer machen. Denkt dran, das ist alles ein Geben und Nehmen. Ich kann euch nur geben, wenn ihr mir sagt, was ihr braucht. Okay? Okay. Also, ich wünsche euch noch ein ganz schönes restliches Wochenende oder wann immer ihr es seht, einfach einen wunderschönen Tag. Lebt lang und erfolgreich. Macht es gut. Ciao.